So, einmal gut durchgeschnaubt. Rein da. Klang. Und gleich ein Kampf. Das ist ein super Anfang. Angriff. Druide. Gut. Du stürmst da so schnell es geht ran. Du Angriff. Ah, obwohl, nochmal Zauber. Kampf. Blitz dich find. Nicht, dass er noch irgendeinen garstigen Zauber spricht. Du hältst sie erstmal zurück. Du fetterisch stehen. So, du läufst auch in die Richtung. Oh. Der Langbogen von Jarl ist zerbrochen. Nein. Genau das meinte ich. Sichern. Gwendolyn. Angriff. Druide. Ja, was machst du jetzt? Hast du noch eine andere Waffe? Nein, keine. Das ist echt nicht gut. Cherekranda. Druide fliegt, sehr schön. Ist der andere noch geblendet? Ich glaube nicht. So, Terik. Und ab den Rücken. Sichern. Sichern. Dahinter stellen, damit Girogon und Helen besser rankommen. Und sie raufschießen kann. Komm, 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 komm. Wir wollen nicht nochmal zaubern. Sehr schön. So, Jalen. Du hast einen zerbrochenen Bogen. Hat irgendjemand noch irgendwas Waffenartiges? Schwert. Schild kannst du nehmen. Na gut, ist hier halt eine Nahkämpferin. No, was haben wir hier? Kriegsbeile, Brecheisen, Wurfbeile, Dreizack. Nö. Wieder so ein Wappen. Schloss knacken. Oh, sehr charmant. Kriegt sie nicht geknackt. Nochmal probieren. Na also. Das ist ein sehr großer Raum. Hier lagern jede Menge Lebensmittel, wie Mehl, Erbsen und ähnliches. Jedoch muss alles gekocht werden, bevor es genießbar ist. Also so eine Art Lagerraum. Ja. Und ein Brunnen, an dem wir nicht unsere Wasserflaschen auffüllen wollen. Nicht in so einem unheiligen Ort wie dem hier. Bestimmt vergiftet oder Schlimmeres. So, noch eine Tür. Ein Altar. Auf dem Tisch stehen kleinere Gerätschaften. Jedoch sieht man Wasserräder. Ah ne, stehen keinerlei Gerätschaften mehr. Jedoch sieht man Wasserränder, Brand- und Erzflecken. Hm. Also für irgendwas okkult ist ja wohl dieser Raum mal da. Na gut. Wirklich viele Abzweigungsmöglichkeiten haben wir bisher noch nicht. Also Flucht wäre relativ schnell machbar. Allesamt leer. Hm. Hier stehen etliche Krüge und Gefäße rum. Allesamt leer. Schon wieder. Schon wieder. Also ein Raum mit Erbsen, Mehl und dergleichen, ein Raum mit leeren Krügen, ein Raum mit leeren Altären und ein Kampf. Kultist und komische Hunde. Du zieh dich mal ein bisschen zurück. Sichern. Du geh mit deinem Schwert in den Nahkampf.
hilf ihr dabei. Sehr schön. Du kannst auf den Kultisten schießen. Sehr schön. Helen stellt sich in den Weg und Tirek tut es hier gleich. So, du hilfst da mal mit. Genau, so ein Kriegshund kann dir doch nichts. Du hast einen Drachentöter in der Hand. So, du Angriff, Kriegshund. Der Kultist flieht. Okay. Kannst du den Hund anschießen von hier? Nein. Den Kultisten wahrscheinlich auch nicht. Nein. Den Hund schon mal gar nicht. Gut, dann bleibst du da stehen. Paradepatzer und ein schöner Treffer. Du da drauf. Kultist wird gleich fliehen. Erster Hund ist tot und zweiter gleich auch. Ja, sehr schön. Du dahinter raufhauen. Zack. Und Kultist ist weg. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein leerer Raum. Yeah. Okay. Und das war's. Nee, jetzt gucken wir uns genauer an. Wir gucken nochmal nach Westen und da Südosten. Südosten zuerst. Südosten, hier rum. Das waren die leeren Krüge. Ja. Das sieht doch sehr verdächtig aus. Sehr komische Sackgasse mit zwei Wandbehängen und dem Feuer da. Aber hier ist nichts. Alle Wände einmal abgehen. Wandbehänge versuchen zu ziehen oder hinterzugucken. Hier. Ah. Nach einem genauen Blick auf die Wand vor euch entdeckt Gwendolyn etwas und tatsächlich gelingt es ihr, einen geheimen Schalter zu entdecken. Sehr schön. Oh. Zwei Kultisten und ein Magier dabei. Du daran. Rauf da. Du zaubern. Kampf blitz dich findend. Fulmen Tikeda! Sehr schön. Nicht, dass er noch irgendeine Waffe zerstört. Das wäre echt nicht so schön. Du da drauf. Du stehst eigentlich nur im Weg, aber kannst mal dahin. Sichern. So, du bitte dahinter gehen. Damit der Rest auch zuhauen kann. Du sicherst. Du stellst dich da an. So. Da drauf. Und du schießt weiter auf. Ach, kannst du nicht, weil die alle im Weg stehen. Kannst immer noch nicht. 21 Treffer. Sehr schön. So, du läufst weiter auf den Druiden zu. Und du stehst dadurch jetzt wahrscheinlich wieder am Weg, ne? So, erster Kultist kaputt. Du lauf auch mal zu den Druiden. So, kannst du den treffen? Ja, sehr schön. So, du hau den Kultist. Du lauf zum Druiden. Lauf, 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 lauf. Warte, du musst ein bisschen zur Seite gehen, sonst kann... Nur um nicht treffen. Das war sehr nett von dir, Druide. Dass du dich genauso hinstellst, dass alle auf dich schlagen und schießen können. So, alte Option. Zauber verslingt. Sehr schön.
So, du hau den Ruin. Sicher's? Komm schon, Tirik oder Geogon. Oder so. Das Wind. Geogon. Drachentöter. Peaks. So. Und zurück zum Blutisten. Oder auch nicht. Angriff, Kultist in den Rücken. Genau. So, was bist du? Du bist eine Verzierung. Noch mehr Verzierung. Ganz viel Verzierung. Eine Tür links. Und eine Sackgasse. Okay. Knacken. Zwei Kultisten bisher nur. Du geh mal dahinter. Du kümmere dich um den hier. Aber hier mitten im Gang kommt bestimmt gleich noch Verstärkung. Du dahinter. Du daran. Und du stellst dich so, dass du nicht gleich von hinten überfallen werden kannst. Und du schießt auf den Kultisten. So. Angriff, Kultist. Du sicherst. Alte Option für dich. Bisher keine Verstärkung. Also wenn diese oder nächste Runde keine kommt, dann wird gar keine kommen. Trick. So, der da oben dürfte nicht mehr lange halten. Genau. Und der hier unten auch nicht. Jo, niedergestreckt vom Drachentöter. Kein schönes Ende. Nein, kein Foramen. Schlossknarren. Schlafseele. Oh, das ist nicht gut. Ja, jo. Kultisten. Aber doch drei Stück sind es. Bisher sichern. Mach Platz. So. Du ran da. Drauf da. Ja, die Verteilung sieht ganz gut aus. Du machst mal einen Schritt zurück und schießt ihm in den Rücken. Genau. Du läufst dahin. Du machst nichts. Du gehst dahin, haust ihm in die Seite. Und du schießt ihm in den Rücken. Drück. Na also, ich wollte gerade sagen, Tirik hat in letzter Zeit ein wenig nachgelassen, nachdem er schreiend von den Dämonen weggelaufen ist. Aber jetzt scheint es wieder zu fangen. Genau, sehr gut. Der letzte flieht. Dieses Bett sieht irgendwie ungepflegt und siffig aus. Okay. Unter den Kissen findet ihr einen Angelhaken. Wollt ihr ihn mitnehmen? Nein. Danke. Was zum Geier macht er mit einem Angelhaken in seinem Bett? Okay, zurück zum Hauptkorridor. Das ist eine interessante Nische. Hier ist bestimmt noch ein Schlafsaal. Ja. Aber keine Kultisten mehr drin. Wir haben ja auch schon eine ganze Menge von denen aufgemischt. Oder gehen wir gerade irgendwie im Kreis? Irgendwie schafft die es, stockvoll in eine Falle zu laufen. Aus allen Richtungen fliegen plötzlich Armbrustbolzen um euch herum und verletzen jeden Einzelnen. Leider konntet ihr nicht genau ausmachen, woher sie kamen. Autsch.
Talent anwenden. Nicht schätzen. Talent anwenden. Wunden heilen. Quinlan. Talent anwenden. Wunden heilen. Talana. Talent anwenden. Wunden heilen. Kerugon. Und danach gibt es noch eine Runde Wisselkräuter. Komm schon. Wunden heilen. Mürren. Und zu guter Letzt noch Helen. So, Glasflasche kann weg. Das kannst du essen. Das kann auch weg. Die Pfeile von Helen können alle zu Mürren. So. Du bist voll. Du bist fast voll. Du auch. Du auch. Du kannst einen vertragen. Gilgron sieht okay aus, Terek sieht okay aus. Ja, soweit alles gut. Dann mal einfach weiter mit noch mehr Bolzen. Du gib ihr mal bitte einen. Ihm selber einen. So, aber warum sieht Gwendel die Bolzen nicht kommen? Oder die Fallen, besser gesagt, die Bolzen auslösen. 35, du kannst auch einen ab. Quinlan braucht noch. Und Talana. Gut, dass wir so viele Kräuter gekauft haben. So. Quinlan.